Gangster-Rapper Bushido gegen Berlins mächtigsten Araber-Clan, Abu Chaka. Bushido ist Nebenkläger im Prozess gegen seinen ehemaligen Manager, Arafat Abu Chaka. Es geht um schwere räuberische Erpressung, Freiheitsberaubung, gefährliche Körperverletzung, Nötigung, Beleidigung und Untreue. Auch angeklagt sind Arafats Brüder Nasser, Yasser und Rommel. Und Rommel Abu Chaka fährt mit diesem 200.000 Euro teuren Mercedes AMG S36 zum Gericht. Doch der gehört nicht ihm, sondern Niklas Füllkrug, Mittelstürmer bei Werder Bremen. Aber was hat der Bremer Fußballprofi mit dem Abu Chaka-Clan zu tun? Laut Füllkrug nichts. Er bestreitet jeden Kontakt zu dem kriminellen Clan. Auch Werder-Sprecher Christoph Pieper äußert sich. Niklas habe das Auto einem guten Freund gegeben, der das Leasingfahrzeug für Füllkrug zurückbringen sollte. Rommel zeigt sich allerdings seit Wochen mit dem Luxuswagen. Angeklagt ist Rommel, weil er von einem Firmenkonto unberechtigt 180.000 Euro abgehoben haben soll. Und das gehörte nicht nur seinem Bruder Arafat Abu Chaka, sondern auch dem 41-jährigen Gangster-Rapper Bushido.